Welche Themen beschäftigen die Hapimag Community derzeit? Dieser Frage möchten wir in diesem Video nachgehen. Ein herzliches Hallo, liebe Hapimag-Aktionäre und Mitglieder. Im Spätsommer haben wir angekündigt, dass wir mit neuen Formaten noch mehr in eine transparente Kommunikation und in den Dialog investieren möchten. Heute starten wir damit. Unsere Hapimag hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und sich den heutigen Bedürfnissen angepasst. In den letzten Jahren haben wir einige Verbesserungen vorgenommen, die von der Hapimag Community angestoßen wurden. Ein Beispiel ist der digitale Marktplatz für Aktien. Die Preistransparenz und die Handelbarkeit von Hapimag Aktien haben sich seither stark verbessert. Oder nehmen wir die Punkteplattform, über die man den eigenen Bedarf an Punkten individuell gestalten kann. Ein weiteres Highlight ist, dass Freunde und Bekannte neu bis zu 3 Urlaube buchen können, um Hapimag auszuprobieren. Diese Erfolge und das spürbare Vertrauen, das Sie uns Mitarbeitenden entgegenbringen, motivieren uns alle, Ihnen unvergessliche Urlaubserlebnisse zu schenken. Hapimag ist wahrlich eine Erfolgsgeschichte. Seit bald 60 Jahren lassen sich Generationen von der Hapimag-Urlaubsidee überzeugen und verbringen gemeinsam ihre schönsten Wochen im Jahr in unseren Resorts. Wir schätzen es sehr, dass auch Sie zu unserer Hapimag-Community gehören. Bereits heute nutzen wir viele verschiedene Wege, um Sie alle zu informieren und den Austausch zu fördern. Direkte Gespräche, Newsletter, Blogs, Events in den Resorts wie Hapimag on Tour, die Generalversammlung und Umfragen neu auch während Ihres Urlaubs. Alle diese Kommunikationswege sind wertvoll. Wie immer ist es jedoch unser Anspruch, noch besser zu werden. Wir möchten Formate wie dieses Video schaffen, um noch mehr Aktionäre und Mitglieder zu erreichen. Im Vorfeld haben wir Sie gefragt, welche Themen Sie besonders interessieren. Wir haben dazu viele Rückmeldungen erhalten. Herzlichen Dank! In diesem Video legen wir den Fokus auf 4 Themen. Heute erzählen wir Ihnen, wie es um unsere aktuellen Renovierungsprojekte in unseren Hapimag Resorts steht. Freuen Sie sich auf noch mehr Komfort in unseren Ferienwohnungen. Dann zeigen wir Ihnen, was dank unserer neuen Website einfacher wird, zum Beispiel die passende Ferienwohnung zu buchen. Zudem erfahren Sie, wie Drittmieter in den Resort uns allen weiterhelfen. Und zu guter Letzt geben wir einen Einblick zur aktuellen Wirtschaftslage und wie wir deren Herausforderungen meistern wollen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hapimag Community. Uns allen ist es wichtig, die eigene Wohnung oder das eigene Haus in Schuss zu halten. Das ist bei Hapimag nicht anders. Wir investieren laufend in unsere 56 Resorts mit ihren 5000 Ferienwohnungen. Heute möchte ich erläutern, an welchen Destinationen wir aktuell in unsere Resorts investieren. Die Finanzierung dieser Arbeiten ermöglichen Sie, liebe Aktionäre und Mitglieder. Einen Großteil der Jahresbeiträge setzen wir für Renovierungen und Instandhaltungen unserer Resorts ein. Die Investitionen für solche Renovierungen stellen einen Kreislauf dar, bei dem sich alle Mitglieder beteiligen, aber auch alle wiederum profitieren. Jahresbeiträge und allfällige Überschüsse der Resorts und Unternehmensgewinne werden in Renovierungen, Instandsetzungen und zentrale Leistungen reinvestiert. Zwischen 2020 und 2026 investieren wir bei 20 Resorts gezielt in die Ferienwohnungen, von der Auffrischung bis zur Totalrenovierung. Dies inkludiert die laufenden Investitionen in Pagera, St. Michael, Paris und Winterberg. Parallel dazu kommt es in allen Resorts laufend zu werterhaltenden Investitionen
sowie zu Unterhalts-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen. Welche Projekte in Zukunft anstehen, dazu mehr etwas später. Erst zeige ich Ihnen, welche Projekte vor kurzem umgesetzt wurden oder kurz vor dem Abschluss stehen. Unsere Reise startet in der französischen Hauptstadt Paris. Während einem Jahr sind die Baufachleute im Resort ein- und ausgegangen. Dabei wurden die alten Wohnungen umfangreich renoviert und die 2009 renovierten Wohnungen wurden aufgefrischt. Bald dürfen wir die ersten Gäste wieder begrüßen. Unsere Reise führt uns weiter ins Hochsauerland nach Winterberg. Hier findet die Renovierung der Wohnungen in drei Phasen statt. Die erste Phase konnte Mitte Oktober bereits abgeschlossen werden. Die übrigen Arbeiten werden bis zum dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Beim Nachbarn in Österreich, in St. Michael, liefen die Arbeiten seit vergangenen Ostern. Das Resort im österreichischen Lungau gehört mit 110 Wohnungen zu unseren größeren Hapimag Resorts in den Alpen. Nun haben wir die Ferienwohnungen umfangreich renoviert und an die heutigen Bedürfnisse angepasst. Dabei haben wir die Wohnungen und Schlafbereiche ausgiebig aufgefrischt, sowie die Küchen und Badezimmer komplett renoviert. Da die Arbeiten gut vorankamen, heißen Resortmanager Peter Steinwieder und sein Team ihre ersten Gäste bereits Mitte Dezember wieder willkommen. Eines unserer größten Projekte führt uns nach Pagera auf Mallorca. Seit Anfang 2022 läuft die Totalrenovation des Resorts mit ihren 250 Ferienwohnungen. Alle Wohnungen werden komplett modernisiert, der Indoor-Pool wird instand gesetzt, das Restaurant Tentation und auch weitere öffentliche Bereiche werden aufgefrischt. Zur Sommersaison 2023 soll das Resort wieder öffnen. Freuen Sie sich auf die spanische Sonne und auf das renovierte Resort. Zurzeit laufen die Vorbereitungen und die Planungen fürs Jahr 2023. In den folgenden Resorts starten wir im nächsten Jahr mit Projekten. Zum einen beginnt die Totalrenovierung des Resorts Albufeira an der Algarve. Zum anderen finden Renovierungen in San Agustin und in Berlin-Zoo statt. Zusätzlich prüfen wir zurzeit noch bei zwei weiteren Resorts, ob ein Start der Renovierung bereits Ende 2023 möglich ist. Wir wurden von Ihnen auch gefragt, ob wir unser Resort-Portfolio erweitern. In den nächsten Jahren liegt unser Fokus auf der Renovierung unseres bestehenden Resort-Portfolios. Neue Resort-Projekte sind zurzeit nicht geplant. Es ist aber durchaus denkbar, dass wir in dieser Zeit mittels Partnerschaften neue, attraktive Destinationen erschließen. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen ans Herz legen, die Urlaubsbefragungen nach Ihrem Aufenthalt jeweils auszufüllen. Wir erhalten dadurch wertvolle Erkenntnisse, wie wohl sich unsere Gäste in unseren Wohnungen fühlen und ob wir Verbesserungen vornehmen müssen. Vielen herzlichen Dank. Liebe Hapimag Community, mein Name ist Lea und ich leite das Produkt- und User Experience Team bei Hapimag. Unser Team kümmert sich darum, dass auf der Webseite und App alle einfach und schnell ans Ziel kommen. Vor ein paar Monaten haben wir unsere neue Webseite aufgeschaltet. Heute erzähle ich, wieso wir dies getan haben, wie wir vorgegangen sind und was die neue Webseite alles bietet. Sie fragen sich vielleicht, warum wir überhaupt eine neue Webseite entwickelt haben. Unser oberstes Ziel war und ist es immer noch, die Webseite einfacher zu machen. Alle Informationen rund um Hapimag und rund um unsere Resort sollen einfach zugänglich sein, und zwar in dem Moment, wo die Information gebraucht wird. Zudem soll es natürlich auch Freude machen, neue Urlaubsdestinationen zu entdecken, den Urlaub zu buchen oder auch vorzubereiten. Uns war es auch wichtig, dass wir auf Technologien setzen, die uns ermöglichen, schnell auf Kundenbedürfnisse einzugehen, zu lernen und zeitnah Anpassungen vorzunehmen. Dank der neuen Webseite konnten wir auch alle Inhalte komplett überarbeiten. Und zwar so, dass sich alle zurechtfinden. Sowohl Mitglieder, die bereits lange bei uns sind, als auch jene,
für die Hapimag noch ganz neu ist. Hapimag existiert seit fast 60 Jahren und hat sich in dieser Zeit laufend weiterentwickelt. Deshalb haben wir zuerst einmal einen Schritt zurück gemacht und mit diversen Mitgliedern Interviews geführt, um herauszufinden, wie und warum sie mit Hapimag ihren Urlaub verbringen, wie sie dabei vorgehen und was für sie dabei wichtig ist. Anschließend haben wir uns auf den Bereich der Buchung, das Kernstück unserer Webseite, konzentriert. Wir haben mittels Umfragen herausgefunden, welche Informationen zum Zeitpunkt der Buchung essentiell ist. Basierend auf dem haben wir das Design entwickelt, welches wir wieder laufend mit unseren Mitgliedern, aber auch mit potenziellen Mitgliedern getestet haben. Danach haben wir diese Funktionalitäten auf der Webseite umgesetzt und für einen kleinen Teil der Mitglieder freigeschaltet und ihr Feedback gesammelt. Dieses Feedback hat uns geholfen, die Webseite laufend zu verbessern und schlussendlich konnten wir im September die neue Webseite für all unsere Mitglieder aufschalten. Gerne zeige ich Ihnen ein paar Highlights des Kernstücks der neuen Webseite, das Buchen des nächsten Urlaubs. Auf der Startseite haben Sie die Möglichkeit, direkt nach einer verfügbaren Ferienwohnung zu suchen oder Sie können sich inspirieren lassen, entweder durch die verschiedenen Reiseziele oder aber auch durch Tipps von unseren Mitarbeitenden. Zudem zeigen wir auch die wichtigsten Neuigkeiten auf der Webseite, sodass Sie sich immer informiert fühlen. Lassen Sie uns mal den Tipp von Sandra von Porto Heli anschauen. Auf der Resort-Seite befinden sich neu alle Informationen zum Resort und den Ferienwohnungen beieinander. Die Bilder, aber auch die kurzen Beschreibungen der Wohnungen helfen, sich ein Bild von den Resorts und den Wohnungen zu machen. Man findet bei den Ferienwohnungen immer einen kurzen Überblick, wie die Wohnung aufgebaut ist und auch, wie sie ausgestattet ist. Zudem zeigen wir Informationen an über die Lage und die Anreise, aber auch, was sich in der näheren Umgebung befindet. Und man findet Informationen zur Einrichtung und den Services des Resorts. Zudem finden Sie auch hilfreiche Informationen zur Barrierefreiheit oder zu Haustieren. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich im Herbst noch eine Wohnung für mich und meine Familie finde. Es hat noch eine freie Einzimmer-Komfort-Wohnung, die ich jetzt reservieren werde. Ich bekomme die Information, ob ich flexibel reisen möchte. Wenn ich die Flex-Option wähle, dann kann ich bis einen Tag vor Anreise kostenlos stornieren, im Gegensatz zur Standard-Option. Da ich nicht genau weiß und es noch relativ lange geht, bis die Herbstferien sind, werde ich jetzt flexibel buchen. Jetzt komme ich auf die Übersichtsseite und hier habe ich nochmals die Möglichkeit, alle Reisedaten zu kontrollieren, Versicherungen dazu zu buchen und ich sehe eine Übersicht über die Kosten, wie viele Punkte von meinem Konto abgezogen werden und was die lokalen Kosten sein werden. Jetzt werde ich meine Ferien bestätigen. So, jetzt war es erfolgreich und ich kann nach Porto Heli mit meiner Familie in die Ferien. Jetzt kann ich noch meine Ferien, was ich gebucht habe, überprüfen. Ich sehe den Zeitraum, ich sehe auch, welche Wohnungskategorie ich gebucht habe, habe Informationen zum Check-in und Check-out und ich kann bereits das Resort über meine Mitreisenden informieren, sodass sie wissen, wer mit mir kommt. Zudem kann ich auch Services anfragen, sodass ich etwas mehr Komfort habe während meinem Urlaub. Das war es schon. So einfach kann man mit Hapimag Ferien auf der neuen Webseite buchen. Das waren ein paar Highlights von unserer neuen Webseite. Nun fragen Sie sich sicher, was kommt als nächstes? Nächstes Jahr konzentrieren wir uns einerseits darauf, das Kaufen und Verkaufen von Aktien auf dem Marktplatz weiter zu vereinfachen und auch das Weiterempfehlen von Hapimag einfacher zu ermöglichen, sodass wir neue Mitglieder für unsere Community gewinnen können. Andererseits werden wir für unsere Mitglieder auch das Managen der Buchung vereinfachen sowie die Digitalisierung in den Resorts vorantreiben. Das war ein kurzer Einblick in unsere neue Webseite. Sehen Sie sich diese doch mal an und lassen Sie uns wissen, was Ihnen gefällt
und was wir noch verbessern können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Buchen von Ihrem nächsten Hapimag-Urlaub. Guten Tag, liebe Aktionäre und Mitglieder. Wir werden von unseren Aktionären immer wieder mal gefragt, was mit Vermarktung an Dritte gemeint ist. Diese Anfragen landen dann bei mir im Team von Customer Relations. Ich bin Annette und begrüße heute zwei Arbeitskollegen von mir. Tina, die sich bei Hapimag um das Thema Belegung kümmert, und Dominik, Ressortmanager in Interlaken und auch zuständig für die Länder Schweiz, Großbritannien und Finnland. Ganz herzlich willkommen bei uns in Steinhausen. Danke. Tina, der Tourismus hat nach der Pandemie wieder Fahrt aufgenommen. Viele Aktionäre haben sich auf die lang ersehnten Ferien gefreut. Täuscht dieser Eindruck? Nein, dieser Eindruck täuscht überhaupt nicht. Wir haben eine sehr große Nachfrage. Die Aktionäre und Mitglieder wollen verreisen, sie wollen Ferien machen, sie wollen etwas Neues entdecken, einen Wechsel vom Alltag in den Urlaub. Und die Belegung dieses Jahr war außerordentlich gut über den Sommer. Und wir sehen auch, die Reiselust ist immer noch ungebrochen. Buchungen für nächstes Jahr werden schon fleißig getätigt. Also die Gäste wollen reisen. Ist es richtig, Tina, dass in unseren Ressorts nicht nur Hapimag-Aktionäre Urlaub machen? Natürlich sind der Großteil unserer Gäste Hapimag-Aktionäre. Aber das Schöne am Hapimag-System ist, ich als Aktionär kann Verwandte, Freunde, Bekannte mit meinen Punkten reisen lassen. Das heißt, es sind auch nicht die Aktionäre selber, die immer reisen. Und zudem vermieten wir auch noch einen Teil unserer freien Kapazitäten auf dem freien Markt. Dominik, was versteht man konkret unter Vermarktung an Dritte? Ganz einfach gesagt, mit Vermarktung an Dritte versuchen wir, kalte Betten zu verhindern, und wir versuchen, unsere Belegung besser zu machen. Also wenn unsere Aktionäre Wohnraum, Wohnungen nicht buchen, dann vermarkten wir die an Dritte, also bieten sie an Dritte an. Mhm. Auch bei dir im Ressort Interlaken begrüßt du immer wieder mal Gäste über Vermarktung an Dritte. Was sind das für Leute? Ganz einfach gesagt sind das Leute wie du und ich. Reisende Gäste, die gerne Interlaken entdecken wollen und uns als Resort auswählen zum Übernachten. Das hilft uns natürlich eben, kalte Betten zu vermeiden, unsere Belegung zu erhöhen. Und Hapimag-weit sind das Einnahmen von etwa 8,7 Millionen Euro, was ein wesentlicher Beitrag dazu stellt, die Fixkosten stabil zu halten und auch Jahresbeiträge stabil zu halten. Und gerade in der heutigen Zeit mit Energiekrise und Inflation ist das natürlich ein wichtiger Bestandteil von unserem Einkommen. Einige Aktionäre befürchten, dass ihnen Drittmieter unnötig Wohnraum wegnehmen. Was ist daran an diesem Gerücht? Wie Dominik bereits gesagt hat, versuchen wir an Dritte die Wohnungen zu vermieten, die nicht von unseren Aktionären benutzt werden. Leider leben wir nicht in der perfekten Hapimag-Welt, in der 100% unserer Wohnungen durch Aktionäre belegt sind. Auch unsere Aktionäre haben Zeiten, in denen sie gerne reisen und Zeiten, in denen sie etwas weniger reisen. Und genau auf die Zeiten, wo die Gäste weniger reisen, fokussieren wir uns mit der Vermarktung. Aber unsere Aktionäre haben erste Priorität, was die Buchungen betrifft. Und wir haben für uns Richtlinien definiert in Bezug auf Buchungszeitpunkt und auch Preis, die wir auch laufend kontrollieren und uns dran halten. Ein Beispiel: für die Hochsaison stellen wir die Kapazitäten auf dem freien Markt frühestens 30 Tage vor Anreise zur Verfügung. Unsere Aktionäre können bis 1,5 Jahre im Voraus die A-Saison buchen. Das heißt, hier haben sie wirklich Priorität. Und auch in Bezug auf den Preis, die externen Gäste bezahlen mehr. Es gibt Behauptungen, Dominik, dass Drittmieter weniger Sorge zum Wohnraum tragen. Teilst du diese Beobachtung? Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Also weder in Interlaken noch in den anderen Resorts, die ich regelmäßig bereise, sieht man eigentlich keinen Unterschied zwischen unseren Aktionären und unseren Drittmietern. Tina, wie vermarkten wir die Wohnungen an Drittmieter?
Wir nutzen dafür die typischen digitalen Buchungsplattformen oder auch viel über Direktbuchungen in den Ressorts selber. Wir haben im Gegensatz zu früher die Kooperation mit den klassischen Reiseveranstaltern fast vollständig abgebaut. Es gibt eine einzige Ausnahme, unser Ressort in der Türkei. Als wir das Ressort gebaut haben, waren wir verpflichtet, auch ein Hotel zu bauen. Dieses Hotel oder dieser Teil läuft außerhalb von unserem Hapimag-System und dort vermarkten wir nach wie vor hauptsächlich über Verträge mit Tour-Operatoren. In welchen Ressorts wird denn Vermarktung an Dritte betrieben? Der Hauptteil von unserer Vermarktung an Dritte findet eigentlich in 6 Ressorts statt. Im letzten Jahr waren dies Bodrum, Bowness, Edinburgh, Orlando, Winterberg und Masnou. Das macht ungefähr 80% der verfügbaren oder der benutzten VAD-Nächte aus. Und theoretisch kann in allen Ressorts Vermarktung an Dritte stattfinden, wo wir eine freie Wohnung haben. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du auch im Ressort von Gästen und Aktionären immer wieder mal auf das Thema Vermarktung an Dritte angesprochen wirst. Was kommen da für Fragen? Das sind wirklich die Fragen, die wir heute diskutieren. Also es ist viel Interesse da. Die Aktionäre möchten natürlich wissen, eben wie wir die Preise gestalten, wie die Belegung so erhöht wird und was das auch für Auswirkungen hat. Generell ist das Feedback sehr positiv. Also unsere Aktionäre, wenn man es ihnen erklärt, schätzen das auch, dass wir da etwas machen, um die Kosten zu decken. Und neben den Einnahmen und der Belegung, welche Vorteile haben wir sonst noch durch die Vermarktung an Dritte? Ja, also Hapimag an sich ist ein nachhaltiges System, eine nachhaltige Firma, vor allem basiert auf Community, auf Gemeinschaft. Und so ist es natürlich ideal, wenn man auch Dritte einladen kann mit dem Potenzial, dass sie zu Aktionären werden. Zusätzlich geben sie uns wichtiges Feedback, dass wir unsere Produkte, unsere Services weiterentwickeln können und bewerten uns auch ganz regelmäßig auf Online-Bewertungsplattformen wie Google, TripAdvisor, HolidayCheck und stärken so das Hapimag-Image und auch die Hapimag-Community. Und machen so Hapimag auch weiter bekannt, ist das richtig? Genau. Wir sind damit bereits am Ende dieses kurzen und spannenden Austauschs. Ich hoffe, wir konnten einige wichtige Fragen klären. Und ich bedanke mich bei dir, Tina und Dominik, dass ihr den Weg hierher gefunden habt und mit mir gesprochen habt. Danke. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Tag. Hallo und herzlich willkommen. Einige von euch hatten im Voraus gewünscht, mehr über die aktuelle Wirtschaftslage zu erfahren und wie wir bei Hapimag mit den Herausforderungen umgehen. Zunächst möchte ich betonen, dass Hapimag finanziell gesund ist und wir davon ausgehen, das Jahr mit einem guten finanziellen Ergebnis abzuschließen. Trotzdem bewegen wir uns in einem anspruchsvollen Umfeld, insbesondere im nächsten Jahr. Hierfür gibt es mehrere Gründe, die gleichzeitig zusammenkommen. Die aktuell größte Herausforderung sind die stark steigenden Energiepreise, die Inflation und ein möglicher Energiemangel im Winter. Das Thema Energie beschäftigt uns sehr stark. Die aktuellen Preise und deren Schwankungen hat man in diesem Ausmaß noch nie gesehen. An gewissen Destinationen zahlen wir im nächsten Jahr bis zu 10-mal mehr für Strom und Gas. Glücklicherweise sind wir in diesem Jahr vielerorts dank langfristigen Verträgen noch abgesichert. Die vollen Auswirkungen der Preissteigerungen werden wir aber zeitlich verzögert im nächsten Jahr sehen. Seitens der Preise gibt es leider wenig Spielraum. Umgekehrt hat das zur Folge, dass wir unseren Verbrauch reduzieren müssen. Potenzial ist da. Ein Beispiel. Bereits 1 Grad weniger heizen spart 6-7% des gesamten Heizverbrauchs. Um Energie zu sparen, investieren wir aktuell in intelligente LED-Beleuchtungen. Dank dieser Technik beleuchten wir öffentliche Räumlichkeiten nur dann, wenn sie wirklich benutzt werden. Wir erzielen so Einsparungen von bis zu 90% gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln. Weiter bauen wir an zusätzlichen Photovoltaikanlagen an verschiedenen Destinationen. Unabhängig von der aktuellen wirtschaftlichen Lage wollen wir unseren Anteil an erneuerbaren Energiequellen
weiter erhöhen. Schlussendlich zählen wir beim Energiesparen auch auf die Mithilfe von Ihnen allen, wenn Sie Ihren Urlaub in einer Hapimag-Ferienwohnung verbringen. Eine weitere Herausforderung ist eine mögliche Strommangellage. Wir haben uns in den letzten Monaten mit Fragen auseinandergesetzt, was geschieht, wenn es an unseren Destinationen zu einem Blackout oder zu einer Kontingentierung kommt. Unsere Teams beschäftigen sich mit den kritischen Themen wie Wasserversorgung, Heizung, Notfallgeneratoren, Beleuchtung, Kühlketten oder die An- und Abreise. Hoffen wir, dass das Szenario eines Strommangels nicht eintrifft. Wenn es aber so weit kommt, möchten wir so gut wie möglich vorbereitet sein. Neben der Energie beschäftigt uns auch die Inflation, also die Teuerung. Diese bekommen wir in allen Bereichen zu spüren. Wir sehen hier überdurchschnittliche Kostensteigerungen bei den Baukosten und Fachkräften in den Resorts. Die Preise steigen aber auch bei Lebensmitteln und anderen Dienstleistungen. Die Teuerung wirkt sich negativ auf unsere Kostenbasis aus, insbesondere in 2023. Mit gezielten Maßnahmen steuern wir gegen, um einen möglichst geringen Teil an unsere Mitglieder weitergeben zu müssen. Mein letzter Punkt betrifft den Jahresbeitrag. Dieser wird bekanntlich zu einem großen Teil für Renovierungen und Instandhaltung der 56 Resorts verwendet. Der Jahresbeitrag ist heute tiefer als noch vor 7 Jahren, da wir sehr haushälterisch mit den finanziellen Mitteln umgehen. Fakt ist aber, dass sich die Teuerung der Baukosten schon heute bei den Renovierungsprojekten stark niederschlägt. Aus heutiger Sicht gehen wir deshalb davon aus, den Jahresbeitrag für 2023 erhöhen zu müssen. Der definitive Entscheid steht aber noch aus. Zum Schluss möchte ich nochmals betonen, dass wir Ihnen allen ein möglichst gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleisten wollen und mit Preisanpassungen stets sehr behutsam vorgehen werden. Zusammen werden wir auch 2023 erfolgreich meistern, trotz eines schwierigen Umfelds. Ich bedanke mich im Namen der gesamten Hapimag bei Ihnen allen für Ihre Treue. Vielen Dank. Das war unser heutiger Einblick in die Hapimag Ferienwelt. Wir hoffen, dass Sie einige spannende, vielleicht auch neue Hintergrundinfos erfahren konnten. Uns ist es wichtig, dass Sie alle wissen, wohin uns die Reise mit Hapimag führt. Dafür empfehlen wir Ihnen wärmstens, unseren Newsletter zu abonnieren und unserer neuen Webseite regelmäßig einen Besuch abzustatten. Auf unserem gemeinsamen Weg werden wir immer wieder den Dialog mit Ihnen suchen. Umgekehrt freut es uns auch, wenn Sie sich aktiv beteiligen. Geben Sie uns Feedback über Ihre persönlichen Erfahrungen im Urlaub oder unseren Kundenservice. Bitte nehmen Sie auch Ihr Stimmrecht an der Generalversammlung wahr. Wie in den letzten Jahren können Sie dies bequem von zu Hause aus erledigen, digital oder postalisch. Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei helfen, die Zukunft von Hapimag mitzugestalten. Vielen Dank für Ihre Treue. Und viele schöne Urlaubserlebnisse mit Hapimag.